Hallo Astro-Rebellen, willkommen. Heute werden wir uns das Horoskop des Neumond in Jungfrau ansehen. Ich werde euch eine allgemeine Interpretation davon geben. Der Aszendent dieses Neumondes in Jungfrau ist Skorpion. Skorpion ist das Zeichen der Vertiefung, der Konzentration. Und das Thema Konzentration ist besonders wichtig, wenn man von Jungfrau spricht. Hier haben wir den Neumond in Jungfrau am 25. Grad des Zeichens. Jungfrau ist das Zeichen der Organisation, Reinigung. Und es ist auch das Zeichen der Konkretisierung. Detailarbeit. Jungfrau möchte in die Details gehen und dafür sorgen, dass es Ordnung gibt oder dass Ordnung wiedergestellt wird. Man kann seine Ambitionen hier mit diesem Trigon, welcher dieser Mond zu Saturn bildet, erreichen. Es ist wichtig, dass man egal was man macht, ja, egal welches Ziel man sich gesetzt hat, dass man methodisch die Dinge angeht, weil Saturn und Pluto erfordern Konzentration und Ernsthaftigkeit. Dieser Mond in Jungfrau findet im Dekanat des Stiers statt. Wir haben pro Zeichen drei Dekanaten, das sind zusätzliche Aufteilungen des eines Zeichens. Und hier haben wir im dritten Dekanat, also vom 20. Grad bis zum 30. Grad dieses Zeichens, haben wir das Dekanat von Stier. Und Stier ist Stabilität, Kreativität, es beherrscht das Materielle an sich, ja, also die materielle Substanz. Das betrifft Besitz, Geld, das heißt, die Menschen arbeiten gerade gerne an Dinge, die ihre Kreativität fördern und Dinge, die auch dazu führen, dass man sich eine solide Basis aufbauen kann. Das ist letztendlich die Bedeutung dieses Mondes in Jungfrau, weil hier sprechen wir von einem Erdzeichen. Also Jungfrau ist Erde und das Dekanat ist auch erdbetont. Ja, das ist ja hier, haben wir Stier im sechsten Haus. Das sechste Haus korrespondiert mit dem sechsten Zeichen Jungfrau, da wo der Mond steht mit der Sonne. Und das heißt, hier geht es um die Arbeit, ja? Arbeit, Kreativität, auch wenn es eine gewisse, sag ich mal, Unsicherheit gibt, weil wir haben hier Uranus an der Spitze des sechsten Hauses in diesem Horoskop. Das heißt, was die tägliche Arbeit, die tägliche Routine anbelangt, es gibt diesbezüglich sag ich mal, es können Überraschungen vorkommen und es kann sein, dass man sich anpassen muss, weil oder dass die eigene Anpassungsfähigkeit auf die Probe gestellt wird, aufgrund von Situationen, die plötzlich entstehen. Denn wir sehen hier, wie gesagt, Uranus an der Spitze des sechsten Hauses. Und das sechste Haus korrespondiert mit dem sechsten Sternzeichen, das ist Jungfrau. Und wir sehen, dass der Mond, der Neumond in Jungfrau in Konjunktion mit dem NC stattfindet. Das ist ein Horoskop von Berlin. Ja, ich bin ja in Berlin. Und ich meine, egal wo man im deutschsprachigen Raum ist, dieses Horoskop wird mehr oder weniger abweichen, aber die Abweichung wird nicht so groß sein, also nur einige Grade Unterschied, je nachdem, wo man ist, ob in der Schweiz oder Österreich.
aber wir haben hier diesen Mond in Konjunktion mit dem MC, Mittelhimmel, im Trigon zu Saturn. Also es gibt eine Betonung auf das Thema Beruf, praktische Anwendung von bestimmte Ideen, die man hat. Die Ideen sind hier mit Merkur in Waage, das heißt die eigene Ideen oder die Umsetzung eigener Projekte ist von den Inhalten anderer Menschen geprägt, weil Waage betrifft das Thema Venus, also Partnerschaft, partnerschaftliche Zusammenarbeit. Und wir sehen hier, dass das siebte Haus, DC, da haben wir Stier, das heißt, man arbeitet für seine eigenen Projekte, aber im Zusammenspiel mit anderen. Also ganz alleine kann man das momentan nicht tun. Also die Umsetzung eigener Projekte kann auch ein bisschen schwierig sein, weil man ja mit anderen Menschen arbeiten muss. Und wir sehen hier im Haus der kreativen Unternehmungen Mars rückläufig in Widder. Ja? Das heißt, es gibt etwas, was man hier zu klären und zu regeln hat, bevor man mit seinen eigenen Plänen vorankommen kann. Der Weg dahin zur vollkommenen Umsetzung der eigenen kreativen Projekte schaut nicht so einfach aus für alle Menschen. Es ist nicht einfach, es geht langsam voran, aber man hat die Möglichkeit, das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat. Vor allem, wenn man diszipliniert ist. Wir sehen hier Saturn im zweiten Haus mit Pluto und mit Jupiter. Das heißt, die Umstände verlangen viel Disziplin und Geduld. Das zweite Haus dieses Horoskops ist vom Steinbock beherrscht. Und wir wissen, dass wir im Steinbock gerade drei Planeten haben, die eine große Auswirkung momentan in diesem Jahr 2020 gezeigt haben. Und das zweite Haus ist wiederum Stier. Ja? Und das heißt, wir haben hier eine Betonung auf Erdzeichen. Wir haben nur Mond im Erdzeichen Jungfrau. Wir haben diese drei Planeten in zweitem Haus im Steinbock. Und dann haben wir hier auch am DC eine Betonung auf das Sternzeichen Stier. Also hier geht es um die Verwirklichung, um die Konkretisierung, eigenes Vorhaben. Und diese Konkretisierung geht langsam voran. Es ist ein bisschen lästig, vor allem bei Menschen, die eine Betonung auf Jungfrau, Steinbock und Stier im Horoskop haben. Aber wir müssen berücksichtigen, dass hier der Aszendent Skorpion ist. Ja, also Skorpion ist kein einfaches Zeichen, denn es erfordert eine Transformation, eine Umwandlung, eine Vertiefung, eine Konzentration. Ja, und das kann etwas schwierig sein, denn Pluto ist mit Saturn in Konjunktion. Ja? Das heißt, diese Transformation, diese Umwandlung, die im Leben des einen stattfinden soll, braucht seine Zeit. Okay? Und wir haben hier Neptun im dritten Haus. Das heißt, momentan haben die Menschen, wie gesagt, eine gewisse Unsicherheit, ja, bezüglich das, was sie sich vorgenommen haben. Unsicherheit, es kann aber auch eine Täuschung sein, dass man sich selbst täuscht, dass man denkt, okay, das, was ich mir was ich mir denke, das wird praktisch irgendwie eine Anwendung finden, aber es ist die Frage, ob das tatsächlich so sein wird, wie man sich das ausgedacht hat. Das ist natürlich hier die Frage. Wir sehen hier diese rote Linie, das ist einem Quadrat zu den Mondknoten im Sternzeichen Zwillinge. Zwillinge ist die Kommunikation, das heißt,
Es muss im Bereich der Partnerschaften, sei es privat oder geschäftlich, man muss hier bestimmte Dinge klären, bestimmte Dinge ansprechen, die vielleicht ein bisschen schmerzhaft sind, ja, wo man ein bisschen Angst hat. Wir sehen hier im dritten Haus, was auch Zwillinge ist, wir haben hier, wie gesagt, Neptun, das heißt, man hat eine gewisse Angst, man traut sich nicht zu, mit anderen Menschen direkt zu kommunizieren und sagen, wir haben dieses Problem, das schaut so aus, was können wir jetzt machen? Ja, also es gibt eine Angst, es gibt etwas, was man überwinden muss, damit man zur Sache kommt, damit man, sag ich mal, eine Klarheit hat in Bezug auf die Zukunft. Und das alles, was ich euch jetzt erzählt habe, das gilt für die nächsten 2 Wochen. Ja, weil dann haben wir den nächsten, wir haben dann diese Energie vorbei, also diese Energie wird sich verändern, aber das gilt für die nächsten 2 Wochen. Ja, das ist die Energie, die sich aufbaut nach diesem Neumond. Und diese Energie wird jetzt freigesetzt. Und wir haben hier eine Opposition zu Neptun. Das bekräftigt meine Aussage, dass man hier sich Klarheit schaffen muss, vor allem in Bezug auf Partnerschaft, in Bezug auf Familie und in Bezug natürlich auf geschäftliche Situationen, ja, Beruf, ne? Sonst hätten wir hier nicht diesen Trigon zu Saturn und Pluto. Und Pluto sind Geheimnisse. Alles, was hinter den Kulissen geschieht. Ja? Und da muss man sich Klarheit schaffen, was ist wahr, was ist Lüge, was ist Manipulation und was ist nicht. Okay? Das muss man wissen. Und dann schauen wir uns ganz kurz die Betonungen, die energetische Betonungen dieses Neumondes. Also wir haben viel Erde, ne? Wie ich gesagt habe. Wir haben eine Betonung auf Erde, also die praktische Anwendung von Idealen, von Ideen. Ja? Die Erde braucht Zeit und natürlich Anstrengung. Das ist das Grüne hier. Und wir haben eine Betonung auf Kardinalenergie. Kardinal heißt Action. Man muss die Dinge, sag ich mal, erledigen ohne Angst. Man muss sich zutrauen. Wir erinnern uns, dass Mars rückläufig im 5. Haus ist. Das heißt, man muss die Dinge angehen und ohne Angst, mit Mut, ja, und Selbstvertrauen. Sonst funktioniert nichts. Ja, vor allem jetzt in diesen 2 Wochen. Ne? Weil es geht um Erde. Es geht um die Verwirklichung eigener Ideen. Wir haben dann Jungfrau und wir haben dann Steinbock als die 2 Zeichen, die hier am stärksten vertreten sind. Jungfrau ist die Teilarbeit, Organisation. Und Steinbock auch, ja. Steinbock ist auch, das betrifft das Organisatorische auch, aber in Bezug auf Beruf, ne? Beruf, Berufung, Vergangenheit, Situationen aus der Vergangenheit. Man muss mit diesen Situationen beenden oder man muss etwas aufbauen in seinem Leben, dass etwas entsteht in der Wirklichkeit. Und dann haben wir das 2. Haus, das wäre Stier, und das 10. Haus, das wäre Steinbock. Also hier geht es noch einmal um das Thema Verwirklichung, langfristigen Zielen, Geld, Finanzen. Ja, Stier, das 2. Haus ist hier auch betont. So, liebe Astro-Rebellen, mit diesen Aussagen bin ich fertig. Mit dieser Analyse von diesem Neumond im Sternzeichen Jungfrau. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.